ESTV, Videos aus der Region. Ganz herzlich willkommen bei ESTV. Mein Name ist Raphael Treit und das ist das Physioteam Rad und Neigenfind. Stefan Rad und Sung Neigenfind. Spannende Themen haben wir heute für euch. Zum einen Kinder und natürlich den Esslinger Zeitunglauf und Verletzungsprophylaxe. Ganz wichtig. Und ihr seid mit dabei. Neben der Tatsache, dass der Esslinger Zeitunglauf auch ein toller 10-Kilometer-Lauf ist, ist es eben auch ein Lauf für Kinder und junge Menschen. Wie führt man die eigentlich an den Sport heran? Vor allem die Kinder sind schon von Hause aus sind sie bewegungsfreudig und wollen natürlich eigentlich, sage ich mal, auch nicht gezielt gerichtet nur laufen, sondern sie wollen einfach Abwechslung haben. Und das bietet sich natürlich immer an, dass sie auch vielseitige Sportarten sie machen. Und unter anderem habe ich gesagt, sollen sie wieder diese alten Bewegungssportarten entdecken. Das heißt, wie Sackhüpfen, das Seilhüpfen, dann gibt es das solche Dinge wie Himmel und Hölle, vielleicht kennst du das noch von früher. Haben wir stundenlang gespielt, dann haben wir Kicken ist natürlich noch da, aber alles unorganisiert, das heißt einfach noch auch rausgehen, spontan auf die Straße gehen und mit meinetwegen die Ranzen als Pfosten darstellend einfach ein bisschen kicken und Spaß haben miteinander. Damit wir uns nicht falsch verstehen, du sprichst jetzt nicht gegen Vereinsarbeit, sondern du sagst einfach, die ganz Kleinen oder die Mittelkleinen, die dürfen auch noch unorganisiert Sport betreiben. Genau, also ich, überhaupt nicht. Ich bin dafür, dass die Kinder immer an Bewegung herangeführt werden. Das gehören natürlich die Vereine mit dazu. Aber es wird doch oftmals zu spezifisch, diese Sportarten, durch diese Vereine. Und ich bin eigentlich ein großer Verfechter für das, dass die Kinder einfach ein vielseitiges Bewegungsangebot bekommen, wo sie auch annehmen und vor allem, dass sie nicht immer nur denken, dass sie durch Fußball oder Klettern oder all diese Dinge im Vereinen nur sich bewegen dürfen, sondern sie dürfen ruhig auch rausgehen und Spaß haben und sich auch mit solchen normalen Dingen wieder bewegen. Ja. Ja. Ganz herzlichen Dank und jetzt geht es um die Verletzungsprophylaxe. Das Physiozentrum Rad und Neigenfind leistet immer beim Esslinger Zeitunglauf ganze Arbeit, weil ihr massiert ja alle und das kostenfrei. Das Thema Verletzungsprophylaxe ist auch noch ganz wichtig und auch, wann darf ich laufen, wann darf ich denn nicht laufen, lieber Stefan? Ja, das ist eine häufig gestellte Frage. Ich möchte vorweg zunächst mal sagen, dass Laufen an sich einfach sehr gesund ist und sehr empfehlenswert. Laufen macht Spaß, Laufen verlängert das Leben und da gibt es nichts Negatives. Nur trotzdem ist es so, dass natürlich sehr viele Leute beim Laufen immer wieder Probleme bekommen. Und da stellt sich genau die Frage, was soll ich wann tun? Und es gibt für mich so die ganz grobe Regel, wenn man leichtes Zwicken, leichte Schmerzen hat und es legt sich so innerhalb der ersten 5 bis 10 Minuten beim Laufen, dann kann man moderat weiterlaufen. Ja, wenn die Schmerzen weiter bestehen bleiben, dann sollte man wirklich das Training abbrechen, den Lauf abbrechen und pausieren und einfach mal warten, ob es sich wieder legt oder ansonsten dann halt einen Arzt aufsuchen. Gutes Thema, Tabletten. Wie sieht es denn aus, wenn ich zum Beispiel Antibiotikum nehme? Wann darf ich denn nicht mehr laufen? Also bei Antibiotikum auf gar keinen Fall laufen, ja, auch nicht trainieren. Wie gesagt, dasselbe gilt auch für Schmerzmittel. Es macht einfach keinen Sinn. Es gibt noch andere Dinge, zum Beispiel bei Fieber darf man auf gar keinen Fall laufen. Ich denke, man sollte auch bei einer leichten Erkältung nicht laufen. Das bringt einen zwar nicht um, das wird nicht gefährlich, aber es macht einfach keinen Sinn. Weil in so einer Phase braucht der Körper vor allem eins und das ist Ruhe und dann macht Training einfach keinen Sinn. Deswegen da lieber mal 2 Tage pausieren, ins Bett liegen und dann hinterher wieder richtig angreifen. Das ist wirklich wichtig, dass wir das nochmal festhalten. Bei Fieber und bei starken Erkältungen, da droht einfach auch eine Herzmuskelentzündung. Deswegen auf keinen Fall laufen. Kann man noch tape-technisch, also wenn jetzt wirklich in Richtung Zerrung, Bänder, Überdehnung irgendwas sein sollte, kann man da tape-technisch noch was unterstützen? Also da kann man natürlich aus dem physiotherapeutischen Fundus relativ viel machen. Bei kleineren Zipperlein, Massagen, die lockern die Muskeln. Man kann mit Tapes oder mit Bandagen versuchen, die Gelenke etwas zu stabilisieren. Man kann mit Dehnungen, mit Faszienrollen und so weiter versuchen, die Muskulatur, die Faszien zu beeinflussen. Also da gibt es eine große Palette an Möglichkeiten, die man da durchführen kann. Bevor wir uns jetzt verabschieden und ihr zum Trainieren geht, noch abschließend die Frage, gibt es noch Möglichkeiten der alternativen Sportarten? Ja, das finde ich vor allem beim Laufen sehr wichtig, weil Laufen ist ja doch eine sehr einseitige Sportart. Man hat immer die gleichen Belastungen und das wird natürlich auf Dauer unter Umständen für die Gelenke zum Problem. Und deswegen ist es sehr empfehlenswert, andere Sportarten, wenn möglich, parallel zu machen. Das wären zum einen Sportarten, die das Gleiche trainieren. Das wäre dann Radfahren, Inlineskaten, Crosstrainer,
oder auch im Winter langlaufen. Ja, aber es ist genauso sinnvoll, auch andere Sportarten zu trainieren oder durchzuführen, bei denen ganz andere Fähigkeiten trainiert werden. Kraft, Beweglichkeit, koordinative Fähigkeiten. Ne? Und da kann man im Prinzip alles machen, was Spaß macht. Die gesamten Ballsportarten, Schwimmen, man kann Krafttraining machen, Athletiktraining, Yoga, Klettern. Da gibt es unendlich viele Möglichkeiten. Wichtig ist, dass es Spaß macht. So, jawohl, jetzt seid ihr dran und ich wünsche euch eine gute Zeit der Vorbereitung. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. ESTV, Videos aus der Region.